Hallo und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich eine No-Bake Nutella-Torte. Und natürlich ohne Nutella, denn Nutella ist viel zu ungesund. Deshalb mache ich eine gesunde Variante und wie ihr gehört habt, No-Bake ohne Backen. Total einfach gemacht, super lecker und ihr müsst es einfach ausprobieren, denn wer mag ja keine Schokolade und die schmeckt richtig gut, schön cremig, nussig, also richtig erinnert an Nutella mit den ganzen Komponenten, richtig gut und ich bin mir sicher, ihr werdet damit eure Gäste begeistern. Und wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt. Für den No-Bake-Boden braucht ihr genau zwei Zutaten und zwar habe ich hier einmal 200 Gramm Haselnüsse, denn Haselnüsse sind ja in Nutella drin, wenn auch nur ganz wenig, aber das gibt diesen typischen Nutella-Geschmack. Und die habe ich zuerst für ein paar Minuten in einer Bratpfanne geröstet, wirklich dabei sein, mittlere Hitze, kein Fett zugeben und immer wieder drauf schauen, dass die euch nicht verbrennen. Und das hat eben den Vorteil, dass die dann aromatischer werden, dass man diesen Nussgeschmack mehr rausschmeckt. Und dass sie auch weicher werden, also das ist dann wiederum besser für eure Küchenmaschine. Und wer Haselnüsse nicht so gern hat, kann auch Mandeln verwenden, das würde sich auch sehr gut eignen. Dann braucht ihr die zweite Zutat und zwar habe ich hier Datteln, Medjool-Datteln, das sind die Königsdatteln, die ganz großen. Und die habe ich in heißes Wasser eingelegt und zwar 100 Gramm davon, dann werden sie schön weich und es erleichtert nochmal der Küchenmaschine das Arbeiten. Alles kommt jetzt in die Küchenmaschine und wird einmal grob zusammengemixt, bis ein zusammenhängender Teig entsteht. Und so ist die Masse jetzt fertig. Wirklich nur ganz kurz mixen, so dass ihr noch ein paar grobe Stückchen habt. Dann bringt das Ganze noch mal ein bisschen Crunch in die Torte. Je nachdem, wenn ihr das gar nicht haben möchtet, dann könnt ihr natürlich ein bisschen länger mixen, damit es feiner wird. Ich lasse es ein bisschen grob, das finde ich ganz lecker. Und so verteilen wir das jetzt in unsere Form. Ich mache heute eine kleine Torte, das finde ich auch ganz süß. Und dafür habe ich mir so eine kleine Springform gekauft. Die hat jetzt 18 cm Durchmesser. Wenn ihr sowas nicht zu Hause habt, dann könnt ihr natürlich auch eine große Form verwenden und die Mengenangaben einfach verdoppeln, das geht auch super. Und da gebe ich euch den Tipp, nehmt ein bisschen Backpapier, spannt es unten ein, den Rand müsst ihr nicht einfetten, das funktioniert auch so super, aber dann könnt ihr das nachher schön aus der Form lösen und das bleibt dann eine schöne, saubere Sache. Ich habe jetzt nicht die ganze Masse verteilt, denn einen Teil davon möchte ich nachher noch zur Dekoration oben drüber verwenden. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, wie dick jetzt euer Boden geworden ist, denn allzu dick würde ich ihn nicht machen, zu dünn auch nicht, dann könnt ihr die Form jetzt einfach öffnen und dann mal schauen, wie dick das geworden ist. An der Seite seht ihr das dann gut und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr noch ein bisschen mehr hinzugibt oder vielleicht ein bisschen von der Masse nochmal wegnimmt. So ist der Boden jetzt schon fertig. Jetzt könnt ihr das Ganze zum Kühlen in den Kühlschrank geben oder einfach an die Seite stellen und dann geht es weiter mit der Füllung. Jetzt geht es weiter mit der leckeren und cremigen Schokocreme dieser Torte und die wird richtig cremig und schokoladig. Und für die braucht ihr folgende Zutaten. Und zwar habe ich hier als erstes 100 ml von dem Dattel-Einweichwasser aufgefangen. Dann braucht ihr Cashewkerne und die müssen über Nacht im Kühlschrank im kalten Wasser eingeweicht werden oder für diejenigen, die es eilig haben, in heißes kochendes Wasser einlegen. Dann saugt sich das Ganze voll, ungefähr eine Stunde drin lassen. Dann werden die nämlich richtig schön weich und das ist gut für eure Küchenmaschine und die werden dann richtig cremig. Wichtig, das Einweichwasser muss abgegossen werden, ihr spült das Ganze nochmal gut ab und dann könnt ihr sie verwenden. Dann braucht ihr eine Dose Kokosmilch und das muss eine Vollfett-Kokosmilchdose sein. Das bedeutet so um die 80 bis 90% Kokosnussextrakt. Dann ist nämlich die Creme, also der Anteil der Creme, viel höher als der Anteil von dem Kokoswasser. Und das ist gut, weil das macht dann die Schicht schön cremig. Dann brauchen wir noch Kakaopulver. Ich habe hier Backkakao ohne Zucker. Dann brauchen wir noch ein bisschen Süße. Ich habe jetzt hier Xylit heute. Ihr könntet zum Beispiel auch Reissirup, Ahornsirup verwenden.
Kokosblütensirup oder Zucker, wie ihr das möchtet. Dann brauchen wir noch ein Päckchen Agar-Agar und das brauchen wir danach, damit das Ganze schön geliert und fest wird, die Masse. Und dann gebe ich noch ein bisschen Tonkabohne dazu für einen leckeren Geschmack. Vanille würde sich auch eignen oder einen wirklich starken kleinen Espresso, das wäre auch noch eine Idee. Also da könnt ihr ein bisschen herumexperimentieren und weitere Ideen schreibe ich dann euch auf meinem Blog noch auf. Als erstes gebt ihr die eingeweichten Cashewkerne und das Datteleinweichwasser in eure Küchenmaschine und püriert so lange durch, bis das Ganze eine cremige Masse ergibt. Wenn das Ganze dann einigermaßen cremig ist, dann kommen die ganzen anderen Zutaten hinzu und das Ganze wird nochmal schön gemixt, bis alles sich gut verbunden hat und eine richtig schöne cremige Masse entstanden ist. Wenn die Masse dann schön miteinander verbunden ist und es süß genug für euch ist und auch schokoladig genug, sonst gebt ihr noch mehr Kakaopulver hinzu oder eben noch mehr Süße, das ist ganz abhängig, was ihr für einen Geschmack von Süße habt. Vergisst aber nicht, dass der Boden auch recht süß ist, deshalb vielleicht erstmal ein bisschen weniger Süße verwenden. Jetzt muss das Ganze in den Topf und muss aufgekocht werden. Mit Agar-Agar muss das Ganze nämlich 2 Minuten lang mindestens sprudelnd kochen, damit es dann die Gelierkraft entwickelt und dann geht das Ganze in den Kühlschrank. Und so lasse ich den Kuchen jetzt erstmal bei Zimmertemperatur ein bisschen runterkühlen. Dann gebe ich das in den Kühlschrank und dann wird er richtig schön fest werden. Und in der Zwischenzeit kann ich schon mal die Küche aufräumen. Und so ist eure Nutella-Torte jetzt fertig. Wie man gesehen hat, lässt sie sich auch ganz leicht aus der Form rauslösen. Und wer möchte, kann die jetzt auch noch dekorieren mit frischen Beeren zum Beispiel obendrauf. Oder eben noch ein bisschen Reste vom Boden überbehalten und daraus noch eine Dekoration machen, wie ihr möchtet. Fertig ist sie, die gesunde Nutella-Torte, wie ihr gesehen habt, gar nicht so schwer zu machen und ich finde, sie ist klein, aber fein, sieht wirklich hübsch aus, mal was anderes zu den klassischen Schokotorten. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte mehr. Und wie immer, alle Mengenangaben findet ihr auf meinem Blog fraujannik.com, da könnt ihr alles in Ruhe durchlesen oder euch auch ausdrucken. Gerne freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlässt, ob auf dem Blog oder hier auf YouTube. Ach ja, und wenn ihr etwas nachmacht und ein Foto davon macht, dann könnt ihr mir das gerne schicken und das geht am besten über Instagram. Hier könnt ihr den Hashtag fraujannik nutzen, dann kann ich nämlich die Fotos sehen und das freut mich jedes Mal riesig. So, ich freue mich jetzt hier meine Nutella-Torte zu essen und zu probieren. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren, einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.